So, hallo und herzlich willkommen zum ersten. Ich denke mal, eigentlich ist das ein Pre-Release, weil die 1.3.1 ist noch lange nicht draußen, soweit ich das jetzt alles gehört habe und bla bla bla. Darum gibt es dafür jetzt auch noch keine Sachen. Also wie Optifine und so, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das eben gerade nur gesehen, dass es die gibt. Direkt runtergeladen und jetzt mal gucken. Also, na gut, okay, hier gibt es, denke ich mal, nichts Neues. Hier gibt es. Ich mache hier mal kurz alles erstmal an. Das kennen wir alles bei Grafikeinstellungen. Servertexturen ist neu. Der Rest ist gleich. Oh. Bei der Sprache. Steuerung, die Sprache, Steuerung. Slash. Wie es geschrieben wurde. Na gut, ist ja richtig. Ist auch alles gleich. Ja, Chat-Einstellung. Farbe. Links bestätigen lassen. Das ist, also gut, das ist ja alles neu, diese ganze Option Chat-Einstellung. Und Snooper Settings. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, da kann man sich das so einstellen, wie es sein soll. Also wie die Texturen sein sollen irgendwie. Ich weiß das nicht. Gut, bei Texturen habe ich eben nur das Normale. Bei Mehrspieler ist das hier neu? Ja, kann er nicht erreichen, weil das gar nicht gibt. Ich glaube, für die 1.3.1 gibt es noch gar keine Server, weil Server gibt es noch nicht. Genau, eine Welt gibt es auch noch nicht. Habe ich noch nichts gemacht. Dann hätten eigentlich die einfach mal Test, einfach nur Test. Hier gibt es dann auch nur noch die, immer noch gleich. Bauwerke generieren. Welttyp, super flach, große Biome. Nehme ich das einfach mal, das ist glaube ich sogar neu. Bonustruhe, keine Ahnung, was das ist. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Und Sheets, ja, von mir aus. Der Startwert ist, keine Ahnung, ist mir auch egal. So, jetzt einfach mal erstellen. Da ist die Bonustruhe. Hier ist. Sieht das nicht unbedingt. Oh, fliegen. Ah ja, klar. Sieht nicht gerade neu aus. Oh, hier ist ein Spawner. Oh, das habe ich kaputt gemacht. Och, Mensch. Na gut. Also, hier sieht das nicht gerade wirklich neu aus. Oh, im LAN öffnen. Na gut, das brauche ich jetzt nicht machen, das bringt da nichts. Na gut. Ui. Okay. Kann man sich das hier aussuchen? Alles so. Nur so noch geordnet. Das ist ja geil. Inventar. Okay. Mal gucken, was es hier Neues gibt. Mal von vorne. Nee. Hier gibt es nichts. Nö, nö. Immer noch nö. Endertruhe. Smaragderz. Wow. Smaragdblock. Ich glaube. Haken. Die vier sind schon mal neu. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. Gut, bei den Tränken habe ich überhaupt keine Ahnung. Das weiß ich leider gar nicht. Smaragd ist neu. Naja, ist ja klar. Buch und Feder. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Von den Schallplatten gibt es immer noch 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich glaube, die beiden sind neu. Also, ich weiß nicht mehr, ob es 11 gab oder 9 oder 7. Auf jeden Fall sind hier neue bei. Ich glaube, die beiden. Na gut, ja, so sieht das neuer dann aus. Dann ist das eben alles so unterordnet nochmal richtig. Ja. Ein Keks ist ja geil. Ja,
sieht das nicht unbedingt so viel neuer aus, muss ich sagen. Doch, das gibt es schon. Gleich drin, das ist super. Ja, super. Müssen wir das hier mit Slash machen? Oh, Mensch. Ne, habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Vom Aufbau her ist das auch nicht gerade schnell. F3. Naja. Ob es hier was Neues gibt? So Multiplayer Shangchart. Cash. Ist doch gar kein Multiplayer. Aber so wirklich toll ist das jetzt nicht. Naja, okay. Oh, unten beim Inventor, da unten eben, da wo ich jetzt hin und her wackel, da sieht's auch anders aus. Da ist ein bisschen so Punkte drin. Kann ich jetzt nicht beschreiben, wie das gemeint ist. Na gut, ich würde jetzt gerne mal hier. Ach, gehe ich jetzt einfach nach hier? Die neuen Sachen jetzt einfach mal direkt nehmen. Das war das. Bei Schmuck, Dekoration. Okay, Dekoration, ja. Ist, glaube ich, nur die Endertruhe, oder? Ja. Hier gibt es noch einen Haken, habe ich gesehen vorhin. Und das war's hier drinnen. Hier gibt's nichts Neues. Ich weiß nicht, ob es das neue gibt. Keine Ahnung. Wie ein Schaltblatt mache ich dann? Keks weiß ich gar nicht, ob es den gibt. Das weiß ich nicht. Ich spiele ja eigentlich nicht so ganz mit. Jetzt komme ich nicht drauf. Nein, dieses Überleben hier. Ich mache hier immer nur hier kreativ. Das ist neu. Melonenkerne gibt's schon, ja. Farbstoff gibt's auch. Holzkohle, Kohle gibt's auch schon lange. Okay, also. Das ist jetzt dieser Smaragd, das ist Smaragderz. Das ist Smaragdstein. Das ist eine Truhe. Oh, cool, kann man sogar aufmachen. Ist auch cool. Ein Haken. Gut, wozu der Haken dient oder was er macht. Weiß ich nicht. Oh, das kenne ich. Doch, okay, das kenne ich sogar. Cool. Ja, von mir aus. Och. Oh, besonderes Buch. Ich schmeiß es weg. Na, falsche Taste. Ist auch geil. Das hab ich, muss ich mal beim richtigen Multiplayer auch machen. Ja gut. Ach Mensch, immer die falschen Tasten hier. Jetzt habe ich einen Keks und ich esse ihn. Ich esse ihn nicht. Ich schmeiß ihn weg. Okay. Und ein Smaragdstein. Na gut, damit kann man, glaube ich, nichts machen. Das erinnert mich an Zelda. Na gut. Ich frage mich jetzt, was man damit machen kann mit diesem kaputten Hebel. Ich hätte gedacht, damit kann man sich irgendwo ranziehen, wenn man das so drückt. Aber nö. Nee. Extrem weit entfernte Sachen kann man auch nicht so klicken. Na gut, bringt mir das alles nicht. So. Ah ja, wir wollen ja noch Dings ausprobieren. Die Schallplatten. Plattenspieler und die Schallplatten. Wo waren die denn? Oh Gott. Verschiedenes? Ah ja, genau. Die gibt es, das weiß ich. Das
Ich weiß es nicht, weiß ich leider auch nicht. Ja. Ja. Melanie oder warte, nee, Melohi. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja und ja. Dann die schwarze kaputte. Nee. Es gibt zwei schwarze. Oh mein Gott. Okay, Musik höre ich ja nie. Da drauf. Okay, kenne ich leider gar nicht. Die ist neu, das denke ich. Gott, hört sich ekelhaft an. Ich glaube, die sind alle neu. Ja, sei ruhig, ruhig, ruhig. Okay. Ja, gut. Ich denke mal, das war's schon. Ich habe gehört, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Das ist mir sehr wichtig, weil angeblich soll es Pyramiden und all so ein Krimskram geben. Ob es das wirklich gibt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Oder ob es das geben soll. Aber falls irgendjemand irgendwie davon auch was gehört hat oder irgendwas dergleichen, bitte in die Kommentare schreiben. Es wäre eigentlich eine richtig geile Idee, aber weiß ich nicht, ob sowas wirklich gemacht wird. Könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil weiß ich nicht. Und es soll auch noch richtig Schlösser geben, also riesen Palastvillen und was weiß ich da, nee, Schlösser eher. Und das soll es ab der 1.3 geben. Und ich. Na gut, ich habe eben gerade das angemacht. Da finde ich so schnell nichts, aber. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Wenn ich was gefunden habe, dann packe ich das mit ins Video rein und schneide das dann so gesehen. Ja, gut, dann. Falls ich nichts gefunden habe, dann ende auch hier. Dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Eins von beiden. Und tschüss.